Hallo meine lieben Mitüberlebenden der Zombie-Apokalypse und herzlich willkommen zu meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Und hier sind wir nun wieder in H1Z1. Nach dem letzten Spielupdate gab es auch einen Server-Vibe und die Gelegenheit nutze ich jetzt, um mal auf meinem Lieblings-PvP-Server Purgatory ein neues Spiel zu starten. Ich habe mir die letzten Updates und so weiter mal kurz angeguckt auf diesem PvE-Server hier. Ja, ich wollte nicht erschossen werden, während ich ein bisschen rumgucke. Auf Purgatory habe ich mir jetzt erst einen Charakter erstellt und noch nicht gespielt. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Spiel so anfängt. Es lädt hoffentlich. Ja, es lädt. Die ganzen Patch Notes vom letzten Server Vibe, die habe ich euch unten in die Videobeschreibung gesetzt. Ich werde da jetzt nicht mal alles vorlesen, das ist schon ziemlich viel und es interessiert auch nicht jeden. Also für die, die es interessiert, unten in der Videobeschreibung ein Link zu den Patch Notes. Was ich sehr gut finde von den Änderungen her, das männliche Charaktermodell ist endlich fertig. Das heißt, wenn man sich ein T-Shirt auszieht, dann ist das auch nicht mehr da. Genau wie die Hose. Sieht ein bisschen doof aus, wenn man sich jetzt also aus der Hose und dem Hemd ein Säckchen baut. Das klingt falsch. Es ist ja so gesehen kein Säckchen, es ist ein behelfsmäßiger Rucksack. Was haben sie noch so eingebaut? Eine Workbench. Also die habe ich hauptsächlich erstmal genutzt, um mir Munition für bestimmte Waffen herzustellen. Das heißt, man kann einen Munitionstyp zerlegen, zum Beispiel für die Pistole, und sich dann aus zwei dieser Munitionskits oder was das sind, kann man sich denn zum Beispiel einen Shotgun-Shell herstellen. Also einen Schuss für die Shotgun. Ich hoffe, das lädt irgendwann mal. Ich habe das gar nicht so lange in Erinnerung. So, jetzt sind wir hier mitten im Spiel, irgendwo im Wald. Noch habe ich was an. Warum ich nur mit 80% Energy starte, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Aber na gut. Gehen wir kurz mal ins Inventar. Da haben wir jetzt auch noch neue Face. Da gibt es auch ein paar neue coole Sachen. Erstmal hier die Gause entpacken. Und früher habe ich immer zuerst das T-Shirt und die Hose zerrissen und mir dann daraus was gebastelt. Ich glaube, mache ich jetzt auch mal kurz. Jetzt sehen wir natürlich T-Shirt weg. Ich halb nackt. Gehen wir auf Discovery, einmal Discover, Satchel. Das ist das kleine Säckchen mit 300 Speicherplätzen, Lagerplätzen. Jetzt brauche ich noch kurz einen Woodstick. Jetzt einmal hier, Woodstick und Scrap of Clothes. Damit können wir einen Makeshift-Bow herstellen. Das mache ich als allererstes. Eine Waffe ist sehr wichtig in der Apokalypse. Kann man sich gegen Zombies und eventuell auch gegen andere Spieler verteidigen. Ja, schnell Primary, so. Jetzt möchte ich natürlich Pfeile herstellen. Der Wind hat mich gerade irritiert. Dazu natürlich Haufen Woodsticks sammeln. Jetzt sieht mein Inventar so aus. Schon fast voll. Ja, aus dem Grund sollte ich mir jetzt eigentlich auch die Hose noch zerreißen und mir so ein Säckchen basteln. Weil nur mit Hose kann ich nicht viel mittragen. So, so ein Satchel. So, jetzt habe ich ein Säckchen auf dem Rücken und stehe da in der Unterhose. Na, super. Aber jetzt sammle ich eben noch ein paar Stöckchen, damit wir dann auch ein paar Pfeile haben für den Bogen. Ohne Pfeile bringt ein Bogen nie so viel. Die habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Also, Woodsticks Discover. Wooden Arrow. Wir können noch mehr Punchsticks. So, jetzt können wir nichts mehr discovern. Jetzt basteln wir uns erstmal ein paar Holzpfeile. Wooden Arrow. Dann. Wie viele kann ich denn? Ah, ich kann noch genug basteln. So, da. Jetzt noch 8. Das sollte dann fürs erste reichen. Dauert halt immer ein Weilchen. So. Was wir jetzt auch neu eingebaut haben. Meine Betonung soll eingebaut haben. Ist eine Map. Einfach M drücken und da haben wir so eine schöne handgezeichnete Map. Und hier mit Position G5 können wir bestimmen, wo wir uns denn befinden. Also G5. Da, wo ich eigentlich nicht sein will. Also in der Nähe vom großen Staudamm und Pleasant Valley. Von den Städten halte ich mich eigentlich gerne fern, bis ich dann selber bewaffnet bin. G5. Es wäre jetzt gut, wenn ich es schaffe, Richtung Norden zu laufen. So, auf diese Straße hier. Voilà. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, in welche Richtung dass ich laufe. Noch kurz mal einen Pfeil auflegen hier. Komm.
Dankeschön. Jetzt geht es erstmal darum, mir erstmal wieder eine Hose und ein Hemd zu besorgen. Und herauszufinden, wo ich genau hinlaufe. Wir haben ja auch keinen Kompass, den könnten wir uns jetzt entweder bauen oder halt finden. Aber das dauert halt auch noch ein Weilchen. Gut, im Moment haben wir nichts zu verlieren, könnten wir ja theoretisch auch in die nächste Stadt, aber da ist die Chance, dass wir erschossen werden, einfach zu groß. Na, immer schön umschauen. Man wird auch gerne nackt erschossen, auch wenn man nichts dabei hat. Ich habe echt keine Ahnung, wo könnte das sein? Also wir sind immer noch G5. Jetzt laufe ich entweder dem hier entgegen oder dem hier. Das ist halt immer noch schwer zu sagen. Ja, zu Beginn haben wir auch nicht viel zu essen, beziehungsweise gar nichts. Alles, was wir zur Verfügung haben, sind... Ja, da hinten. Da haben wir schon einen Busch. Oder ein paar Büsche. Mit Blackberries. Und ich weiß jetzt auch schon, wo wir uns befinden. Kurz ein paar Blackberries einsammeln. So. Das ist dann auch unsere erste Nahrung. Füllt auch unsere Hydration wieder auf, dass wir keinen Durst haben. Machen wir kurz mal. Einmal Blackberry. Nochmal. Ja, füllt gar nicht mal schlecht auf. Ist zwar nervig, alle einzeln zu essen, aber das ist eben nur am Anfang so, bis wir denn was Richtiges zu essen finden. Und ich befinde mich in der Nähe, ich befinde mich tatsächlich in der Nähe des Avram Highways. Und zwar bei diesem schönen Damm, den sie auch in letzter Zeit ausgebaut haben. Ja, dann gehe ich mal das Risiko ein und schaue mich mal hier ein wenig um. Falls was passiert, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten werde ich mich vom Damm hier nach oben Richtung Rancho Taco oder hier diese kleine Siedlung begeben. Na gut, also dann bis gleich. Also kurz um noch zu zeigen, ich habe auch noch so eine Karte gefunden. Ja, ich bin tatsächlich beim Misty Peak Dam in der Nähe. Das heißt, ich muss mich dann gleich in 180 Grad drehen und in die andere Richtung laufen, damit ich nicht von irgendwem erschossen werde. Was ziemlich schnell passieren kann. Aber bis dahin finden wir hier doch ziemlich viel Werkzeug. So, das kann weg. Ein Machetchen und ein Messerchen. Hier ist echt viel Werkzeug. Taschenlampe brauchen wir auch nicht. Nehmen wir noch so ein Hatchet mit. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier ein paar Klamotten finde. Scrap of Clothes kann man auch immer brauchen, auch wenn man seine Klamotten schon zerrissen hat. Kann man sich nämlich nachher Bandagen draus basteln. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier mal alles durchsuchen. Ich hoffe noch, dass ich einen Rucksack finde, ein bisschen was anzuziehen und eventuell eine passende Waffe zu der Munition, die ich gerade gefunden habe. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas passiert. So, immerhin habe ich jetzt schon mal ein T-Shirt gefunden. Das ist besser als gar nichts. Läuft ja nicht mal halb nackt durch die Gegend. Ein paar andere Sachen habe ich auch noch gefunden, so kleines Gedöns, immer noch keinen Rucksack und auch noch nichts Richtiges zu essen. Aber meine Suche geht weiter, ich bin noch nicht wirklich weit weg vom Damm, eigentlich immer noch an derselben Stelle. Hier liegen erschreckend viele Waffen und Zeugs rum, also das ist schon heftig. Kann ich mir sogar erlauben, das Zeug hier mal wegzuschmeißen und zu gucken, ob das nicht eventuell besser ist hier. Ist es sogar. Jetzt habe ich kurz mal gelauscht, ob da nicht irgendwie, ob ich nicht irgendwas höre. Ich glaube nicht. Was waren die letzten Worte des Überlebenden? Habe ich da was gehört? Nein, ich glaube nicht. Gut, ich durchsuche jetzt mal noch den anderen Scheiß und wenn es irgendwas zu erzählen gibt, sehen wir uns denn gleich wieder. So, ich habe jetzt leider nichts weiteres gefunden. Also nichts zu trinken, keine Hose und keine Schusswaffe. Also passend zu der Munition, die ich gefunden habe. Aber immerhin einen Zombie habe ich gefunden und eine Mütze. Ja, auch. Zombie hat auch eine Mütze auf. Die werde ich jetzt wahrscheinlich looten können. Mal gucken. Machen wir auf und schauen, was wir da finden. Ja, noch so eine Mütze brauche ich eigentlich nicht. Und Scrap of Clothes habe ich auch schon genug. Das heißt, ich bin noch nicht sehr weit gekommen, wie man sieht. Aber ich werde meinen Plan jetzt fortsetzen und mich so weit wie möglich von der Zivilisation entfernen. Nur aus dem Grund. Oh. Meine Schieß. Künste sind auch nicht so toll. Und da kommen immer mehr Zombies. Also ich muss jetzt erstmal eine Runde rennen. Und vielleicht sollte ich auch im First-Person-Modus schießen. Bringt mir auch nicht viel.
Mit dem Bogen kann ich noch nicht wirklich so gut umgehen. Sollte man eigentlich mehr erwarten. Vielleicht habe ich meine Maus auch noch zu schnell eingestellt. So, was hast du Schönes dabei? Eine rote Mütze. Bringt uns auch nicht viel. Rot ist zu auffällig. Können wir auch nur schreddern. Was haben wir hier? Auch nochmal eine rote Mütze. Wir haben alle rote Mützen. Ja, Hosen kann man den Zombies noch nicht abnehmen. Das soll aber anscheinend dann auch noch kommen. Also die Kleidung von den Zombies, dass man die mitnehmen soll. So, ich werde mich jetzt von G5 Richtung Norden bewegen. Erstmal wahrscheinlich nach E3 oder so. Und dann schauen wir mal. Ziemlich weiter Weg, aber ich denke, es lohnt sich, dass ich dann nicht in eine große Stadt reingehe und dort versuche, mein Glück zu looten. Gut, wie vorher schon gesagt, wir sehen uns denn, wenn etwas passiert. Also nicht wieder ein Zombie, sondern wenn ich irgendwas Nützliches finde oder ich von dem Spieler erschossen werde. Das kann man auch in der Wildnis nie wissen. Also denn, bis gleich. Oh, Sonnenbrille, cool. So, nach einem langen, beschwerlichen Weg haben wir auch endlich mal wieder ein bisschen sowas wie Zivilisation gefunden. Naja, eine Hütte im Wald mit Wohnwagen davor. Aber hier gibt's Wasser und vielleicht auch ein paar Wasserflaschen. Dünger können wir jetzt nicht brauchen. Aus dem können wir dann später Sprengstoff machen oder Schwarzpulver auch. Das sieht alles nicht sehr vielversprechend aus bisher. Aber immerhin, ein bisschen Wasser. Also könnten wir was trinken. Auch wenn es gesünder ist, sich mit Blackberries am Leben zu erhalten, als mit Brackwasser. So, haben wir vielleicht irgendwas hier in dieser Hütte? Irgendwas Interessantes? Ich habe mir in der Zwischenzeit auch mal geschafft, was zu jagen. Ein bisschen wild. Aber dafür müssten wir ein Feuerchen machen. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine AR-15. Habe ich dafür Munition? Nein. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Das ist nur die Frage. Ich kann nicht alles mit mir rumschleppen. Ich lass mal... Ja, wer ist besser in Form? 1000 von 2000. Lass ich mal die Machete da. Nimm mal das AR-15 mit. Das machen wir hier hin. Einen Schuss habe ich für die AR-15. Ja, jetzt bräuchten wir eine Werkbank, damit wir aus der Munition, die ich dabei habe, andere Munition herstellen könnten. Aber Werkbank kann ich leider noch nicht bauen. Schade, schade. Ja, kann ich auch alles erstmal nicht brauchen. Also bisher muss dann der Bogen noch seinen Dienst verrichten. Noch weitere Munition. Antibiotika, auch immer schön. Brauche ich aber im Moment auch nicht. Vielleicht finde ich ja hier endlich mal eine Hose. Ein Kampfmesserchen. Noch ein Kampfmesserchen, überall Kampfmesserchen. Nee, das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Na gut, dann werde ich meine Suche nach einer Hose mal fortsetzen und hoffentlich noch ein bisschen Munition für meine AR-15 finden oder für sonst irgendwas. Also ich habe bisher immer noch nicht wirklich was gefunden, aber ich wollte euch mal das zeigen. Das da hinten sieht aus wie eine riesige Konstruktion von Spielern, die mit etwas verknüpft wurde, das schon da war. Ich traue mich jetzt nicht ganz, das anzugucken, beziehungsweise näher zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da näher zu gehen. Ich glaube, das lasse ich lieber und suche mir einen Weg nach Rancho Tranquilo, Rancho Taco. Allerdings bin ich schon ein wenig neugierig. Ja, die Neugier ist des Tod, ne? Kennen wir ja. Hier sind auch ein paar Zombies am Rumlaufen, das heißt... Je mehr Zombies rumlaufen, desto mehr Spieler sind auch unterwegs. Darum sind in Städten meistens auch mehr Zombies.
Ja, Zombies, ihr könnt mich erstmal verfolgen. Das ist nicht so ein Problem. Das sieht wirklich nach einer großen Spielerkonstruktion aus. Und hier sind echt verdammt viele Zombies. Also ich werde mich mal hier ein bisschen verpieseln. Da ich momentan ohnehin die Orientierung ein wenig verloren habe. Mal schauen. Einer verfolgt mich hartnäckig. Aber je weiter ich weg bin von dieser Konstruktion, desto wöhler ist mir. So, jetzt muss ich mal die Zombies hier außer Verkehr ziehen. Upsa. Treffen sollte man noch. Oh, leck mich. Nein, ich nehme jetzt nicht die Schusswaffe, ich nehme die Axt. Du hast mich nämlich gestört. Du hast mich geärgert. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall weiß ich, ich muss mich verbinden, weil die Blutung hört nicht mehr so schnell auf wie früher. Meine Gesundheit muss auch wieder ein bisschen nach oben gehen. Ja, meine Reise, wo könnte sie mich hinbringen? Ich hoffe doch hier Rancho Taco. Wissen tue ich es jetzt aber nicht genau. Ich werde es dann sehen, wenn sich die Zahlen unten rechts bei der Position verändern. Ja, bis dahin bin ich gespannt, was noch so geschehen wird mit mir. Allen Anschein habe ich hier eine Siedlung gefunden, die kannte ich bis dato auch noch nicht. Sieht aus wie ein Trailerpark. So mit diesen eingebauten, festmontierten Trailern, also Wohnwagen. Die Grille klingt fast wie ein Handyklingelton. Hört ihr sie? Wirklich wie ein Telefon. Jetzt ist sie weg. Dann bin ich mal gespannt, was ich hier in dieser Siedlung finde, falls ich hier irgendetwas finden sollte. Ja, dann einfach mal alles durchsuchen hier. Und endlich, ich habe eine Hose gefunden. Sind zwar nur Brown Jeans, aber besser als ohne Hose rumzulatschen. Bis zur Hölle. Was macht er da mit dem Bogen? Ich war jetzt schon sehr irritiert, als ich das Geräusch gehört habe, aber das war mein Typ mit seinem Bogen. So, immerhin, endlich eine Hose und ja. Ich würde mal sagen, das Video ist so langsam lang genug. Ich werde zwar noch ein bisschen aufnehmen, weil ich hier in einem Gebiet bin, das ich bisher noch gar nicht kannte irgendwie. Und ich das Gefühl habe, dass demnächst was passieren könnte. Aber so nach meinem Empfinden ist das Video hier langsam mal zu Ende. Das ist also jetzt mal so die erste Überlebensphase, so circa die erste Stunde. Man könnte natürlich schneller Häuser finden und Zivilisation und Zeug und Sachen, wenn man denn in eine größere Stadt gehen würde.Ber größere Städte heißen mehr Menschen heißt meistens auch schnellerer Tod. Vor allem, wenn man nicht oder kaum bewaffnet ist. So, wie gesagt, ich suche mal hier noch ein Weilchen weiter. Meine Hose habe ich ja, vielleicht finde ich noch einen gescheiten Rucksack irgendwann. Und da sonst noch ein paar zum Überleben wichtige Sachen. Sehe ich da noch einen Bär, oder? Das könnte ein Bär sein oder ein Stein. Aber ich werde mich von beiden fernhalten. Stein ist mir egal, aber Bär ist gefährlich. Gut, aber dann würde ich mal sagen, an der Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich irgendetwas in H1Z1 mache. Was das sein wird, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich mal wieder versuchen, mir eine Basis aufzubauen. Da es ja sein könnte, dass das der letzte Server-Vibe war. Aber das kann man nicht beschwören, weiß ich nicht. Gut, in dem Sinne sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, hoffentlich bis zum nächsten Mal und in dem Sinne, Tschüssikowski.